Hey meine fabelhaften Boys und Girls. Ja, hier ist wieder euer Vasilios und heute backe ich ein Kaiserschmarrn. Mit euch natürlich. Kommt mit. Also, als allererstes müsst ihr eine Schüssel bereitstellen. Die kann nach Größe je nach Größe variieren. Als nächstes bitte misst ihr 200 ml Milch, am besten mit Hilfe eines Messbechers ab. Und Katzenalarm, natürlich, war klar. Ja, der hat mich sehr dabei gestört. Gut. Da kommen nun die 200 ml Milch ab in die Schüssel hinein und anschließend tut ihr bitte das Pulver in die nun mit Milch gefüllte Schüssel voll einrühren. Achte bitte darauf, dass ihr schön sauber und schön schaumig macht. Am Schluss sollte es dann so aussehen. Ja, genau so. Genau so. Gut. Danach bitte nehmt ihr eine Pfanne und 10 Gramm ungefähr, also ungefähr einen Esslöffel Butter und lässt es schön schaumig, also lässt es schön zerlaufen in der Pfanne. Gut. Wenn das gemacht ist, kommt anschließend der Teig in die Pfanne. Und bei diesem Teig müsst ihr nun warten, bis sich der Teig hinten auf der anderen Seite braun gefärbt hat. Wenn dies der Fall ist, könnt ihr ihn umdrehen. Oh, was für eine knusprig braune Pracht. Same. Und dann dreht ihr ihn nochmal auf der anderen Seite um. Jetzt müsst ihr eigentlich schon auf der anderen Seite auch braun sein. Sehr schön. Und dann müsst ihr ihn noch vierteln, dann achteln und dann sechzehnteln. Und fertig ist der Kaiserschmarrn. So, Leute, jetzt ist der Kaiserschmarrn fertig. Schmeckt der riecht ja gut. Ja, Leute, dann esse ich jetzt meinen Kaiserschmarrn. Guten Abend, meine Freunde, meine Lieben, meine Boys and Girls, meine Fabelhaften. Es ist aktuell punktgenau 17 Uhr und ich habe mir gedacht, dass ich heute Abend noch eine Runde schwimmen gehe. Ja, und wer will, kann mit. Heyo! Ja, meine lieben fabelhaften Boys and Girls, bin ich hier nun wie versprochen auf dem Weg zum Schwimmbad, ganz genau. Ja, und ach, da, das ist ja abgetrennt. Da drüben ist nämlich schon das Schwimmbad. Ja, dort ist es. Und dort werde ich jetzt dann gleich reingehen und die nächsten 2 Stunden schwimmen. Ja. Ach, und da fällt mir etwas ein. Ein kleiner Tipp an euch. Falls jemand sagt, könnt ihr rechnen? Und ihr sagt, ja, macht das niemals. Weil dann sagt derjenige nämlich, damit habt ihr nicht gerechnet. Ja. So, jetzt wird es schon, die Dämmerung ist schon ziemlich weit fortgeschritten. Jetzt gehe ich dann hier mal rein. Ach, da geht's auf. So, jetzt bin ich hier drinne. Jupp. Und dann sehen wir uns später. Tschüss. Servus, Leute. Nun bin ich aus dem Schwimmbad wieder draußen und ja, an und für sich ist es ganz gut gewesen, wie man unter meinen Haaren erkennen kann. Ich bin erst frisch draußen aus dem Wasser. Ja, war ein ganz schöner Tag, bin 1000 Meter, de facto 40 Bahnen geschwommen. So, Leute, bin jetzt nun hier daheim angekommen. Ja, da unten frisst schon mein Kater, der Chico. Ja, richtig. Und ja. Der hat sie jetzt ein paar Tage nicht mehr blicken lassen. Keine Ahnung warum. Ich glaube aber eher, der hat sie von den Nachbarn verwöhnen lassen. Ja, gut. Auf jeden Fall, danke, dass ihr zugeschaut habt. Ja, Leute, das war's hier mit diesem Vlog. Ich werde versuchen, dann den nächsten Vlog wieder neu zu machen. Also, da lasse ich mir wieder das Neueste einfallen. Und habt bis dahin eine schöne Zeit und passt auf euch auf.